Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM 2 War of the Chosen. Wir haben in der letzten Folge uns vorgekämpft bis fast zum allerinnersten Heiligtum der Aliens und werden den heute ordentlich in den Hintern treten. Ich denke, wir haben hier irgendwo noch einen Berserker rumzugucken. Da müssen wir gleich mal schauen, wo der sich herumtreibt und wo meine Soldaten sind. Ah, okay, Gekko-Fafnir, alle da. Sehr schön. So, dann schicken wir mal einen Scout vor, würde ich sagen. Da können wir uns direkt rüberhangeln irgendwie. Das geht. I'll take the high road. So, ich frage mich allerdings, wo dieser Berserker ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bleibe ich hier einfach noch eine Runde hocken. Und schaue mal, habe ich hier irgendwo noch eine erhöhte Deckung oder sowas? Ah, hier drüben von der Flanke. Boah, weiß ich nicht, ob da noch einer rumguckt. Genug erwartet. Ja, genau. Komm mal da hin, Joe. Dann gucken wir mal. Euch beide, setze ich die hier oben ab, dann sind die soweit von den anderen isoliert, ne? Ist natürlich auch nicht so ganz schick. Will ich die hier vorne hinsetzen? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber hier unten sehen die halt auch nicht so richtig gut. Vielleicht machen wir es uns einfach hier so ein bisschen bequem. Schauen wir, ob wir von da aus irgendwas sehen können. Oder hören. Ach, der Commander ist ja auch noch da. Mensch, großartig. Der kann doch dann auch nach hier vorne kommen. Feuerschutz! Bin dabei! Affirmative. Covering now. Mir entgeht nicht. Bitte Feuerschuss, zeigt euch. So. Irgendwo hängt hier noch ein Berserker rum. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil das eigentlich nicht nur zwei Berserker sind. So, kann man hier vorne gucken. Das ist kein Berserker. Scheiße. Du bist kein Berserker. Da bin ich mir ganz sicher. Oh oh. Okay, wir haben sogar Sicht. Ist ja schon mal schön. Dann schieß doch hier einmal Rapture auch, würde ich sagen. Abgeprallt. Ja, wenn wir den schon so gut sehen können. Wie viel Schaden machst du nur gegen den? Ach, durch die fette Rüstung natürlich nicht so viel. Wie sieht es mit euch hier vorne aus eigentlich? Seht ihr schon was? Die sehen leider noch gar nichts. Ich könnte die jetzt so schön riften alle einmal. Ja, die Idee ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Die einfach einmal riften hier. Dann klonen die sich gleich. Ah, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Scheiße. Ich wusste nicht, dass sie sich bei so indirekten Attacken auch direkt klonen. Die hässlichen Typen. Gecko sieht auch sonst gar nichts, leider, ne? So, erledige den mal. Ja, finde ich auch. Das war nicht so verkehrt. So, Fafnir sieht leider nichts. Der hat hier oben aber auch keine hohe Deckung. So dass ich eigentlich relativ wenig Lust habe, ihn hier vorzuziehen. So, der Gatekeeper ist jetzt schon so ein bisschen angeschlagen. Jetzt
10% Crit Chance. Es ist eigentlich nicht so schlecht. Versuch das mal gerade. Von der Rüstung abgeprallt. So, und dann könnten wir hier zum Beispiel einmal Lightning Hands benutzen. Damit machen wir auch richtig viel Schaden. Ich hab ihn erwischt, oder? Ja, hast du. So, da können wir nämlich hier auch nochmal auf den feuern mit dem Sniper Rifle. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Und dann haben wir noch einen Hair Trigger. Geil. So, und dann haben wir da drüben nämlich noch drei angeschlagene Kodexe, auf die wir aber auch mit niemandem Sicht haben. Was mache ich denn hier mit meinem Lieblings Johnson? Ich krieg den leider nicht hier hinter die Kante zurückgezogen. Das wäre natürlich jetzt super edel gewesen. Funktioniert aber nicht. Das heißt, ich muss ihn irgendwie hier oben hin hocken mit Run and Gun, glaube ich. Und dann hoffen, dass der Rest halt hier alles wegnimmt, ne? I'm coming for you. Ja, gut. Dann kommen wir her hier. On my way. So, die Kodexe werden sich wahrscheinlich sowieso irgendwo hin beamen, denke ich mal. Bin dabei. Bestätigt, Überwachung läuft. Jupp, tun sie. Oh nein, ach. Die Fähigkeit mag ich natürlich überhaupt nicht. Aber wenigstens hat es nicht wehgetan, der ist im Overwatch, okay, gut zu wissen. Und hier darf Johnson jetzt tatsächlich einmal schießen. Für 11 Punkte Schaden nicht schlecht. So, und er hat sich eigentlich weit genug bewegt. Finde ich okay. So, Nahkampf oder was? Wahrscheinlich schon, ne? So, nachladen, nee, müssen wir nicht sofort. Slashen wir hier einfach einmal drauf. Tabam. Erledigt. So, wer sitzt denn hier alles in dem Ding mit drin? Alle, die eine beschädigte Waffe haben, würde ich vermuten. Beziehungsweise eine Waffe, die jetzt nachgeladen werden muss. Upsi. So, da haben wir jetzt die Wahl. Flucht nach vorne oder Flucht nach hinten. Und ich denke, Flucht nach vorne ist natürlich viel schöner. Wird schon nichts passieren. Ja, denke ich auch. Hast du noch einen Free Reload? Ja. Und weiter geht's. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass wir unendlich viele Free Reloads haben hier für diese Mission. Als wenn es irgendwie ein bisschen verpackt ist. Bei Frank zum Beispiel, der hat ja echt kein großes Magazin. Hat ja aber auch echt noch ein Free Reload übrig. Holen wir sie uns! Genau, schnappen wir uns sie einfach so. Können wir Frank hier auch aufs Dach hochsetzen? Und los geht's! Er hat ja Sprungdüsen. So, und dann war das hoffentlich jetzt die letzte Gegnergruppe, oder? Ja, genau, hier ist schon der Übergang. Aber irgendwie, ich bin immer noch der Meinung, zwei Berserker sind eigentlich nicht genug. Da müssten irgendwo noch ein, zwei sein. Aber vielleicht habe ich ja auch Glück und ich irre mich und wir müssen jetzt nur noch zur Tür laufen und sind dann durch. Ach,
ich habe mich gerade gewundert, warum hat er denn noch eine Aktion übrig? Ja klar, er hatte ja noch einen Free Reload. Dumm. Hoffentlich lohnt sich das. Ja, immer. Scanne Gebiet. Nachgeladen. Hebe Feuerschutz. Mir entgeht nichts. So, das hat gar nicht die Landschaft da in Mitleidenschaft gezogen. Sondern werden wir mal Johnson hier vorrennen lassen. Mal gucken, ob er irgendwo klar, noch einen Berserker findet. Das. Ups. Zwei von denen bewegen sich tatsächlich. Hi? Scheiße. Ich brauche jemanden, die wo sehr gut mit Robotern umgehen kann. Und Lightning Reflexes hat. Wie zum Beispiel Luna. Natürlich. So, sie hat leider nichts getriggert hier. Das heißt, wir müssen halt so ein bisschen per Hand hier wegtackern. So, hast du sowas wie Lightning Reflexes? Oder wie heißt das andere? Shadow Step? Ist es Shadow Step? Das habt ihr beide leider nicht. Kannst du jemanden sehen von hier oben? Nee, natürlich nicht. Oh, hilft das überhaupt gegen die? Naja, angeblich. Ne, der da hinten ist. Wie kann ich den erkennen, wer im Overwatch ist? Die beiden Weißen haben sich, glaube ich, bewegt. Ich versuche es einfach mal so. So, hat es den Overwatch jetzt weggenommen? Da kam leider keine Meldung dazu. Ah, Jin kommt nicht weit genug. Ja. Ja, lauf mal hier hin. So, können wir Face-Off schießen? Wir können ein Face-Off schießen. Will ich ein Face-Off schießen gegen die? Sind die dafür mächtig genug? Habe ich genug Angst vor denen dafür? Ja, hier hinten brennt sie irgendwie so ein bisschen, ne? Was natürlich blöd ist. Weil ich dadurch meinen Lieblingssniper nur relativ schwer in Position bringen kann. Jetzt komme ich. So, heute leider mal ohne Höhenbonus hier. So, was hat er denn? Der ist relativ angeschlagen schon. Aber bei dem können wir auch die Rüstung ignorieren. Oh, wollen wir einfach mal gucken, wen wir hier ausschalten können. Den schaffen wir locker. Den schaffen wir wahrscheinlich auch hier. Das sind 92%. Wie sieht es denn bei dir aus? Du schaffst alle mit 100%. Okay, alles klar. So, der hier überlebt vielleicht sogar. Das wäre natürlich nicht so cool. What did you expect? Ja, genau das eigentlich. Doch schon ziemlich. Gecko. Was ist da drüben? Ah, Gecko hat Run and Gun. Bereite Abschuss vor. Das heißt, Gecko kann ich eigentlich bequem bis hier rüberziehen. Ich gehe schon. Dann sieht er nämlich auch alles.
So, da haben wir Fafnir hier drüben. Ach, der sieht auch zwei Leute tatsächlich. Roger. So, den kriegt er auf jeden Fall ausgeschaltet. Den vielleicht nicht, aber dem könnte er Rüstung schreddern. Ja, dann nimm mal den. So, jetzt haben wir noch Gecko, Frank und Jin, ne? Können alle noch was machen, ne? Ist doch super. So, Gecko, wen kriegst du tot? Wen kriegst du tot? Den wahrscheinlich auch. Den vielleicht nicht. Ja, dann nur noch direkt den hier. Zufrieden. Mit Maximalschaden, auf jeden Fall bin ich damit zufrieden. Da reicht wahrscheinlich auch die Pistole, ne? Kein Gegner so, für mich. Hier einmal die Shadowkeeper, wunderschön. Und dann kann Jin. Sieht niemanden mehr. Scheiße, das war dumm. Na los, zeigt euch! Ich glaube, ich blute! Das Feuer breitet sich aus! Ja, und da hat er zum Glück nicht seine Raketen. Warum hat er eigentlich nicht seinen Mörser benutzt? Weiß ich nicht. Wurde Gecko hier echt nochmal getroffen. Das ist natürlich nicht so geil. Bloß weil ich nicht geguckt habe, zu wem Jin eine Sichtlinie hat. Blöd. Jetzt kommen wir direkt in den nächsten Abschnitt. Ich wollte vorher vielleicht nochmal heilen und so ein Scheiß. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, oder? This entire facility submerged beneath our oceans. For how long, I wonder? Ja, und nachgeladen hätte ich gerne auch. Okay, gut. Dann, ja, muss ich mir jetzt eine Seite aussuchen wahrscheinlich, ne? Vielleicht gehen wir nach links einfach. Versuchen da so ein bisschen in Deckung zu gehen irgendwie. Oh. Hi! Though I find the possibilities proposed by the creature intriguing, I believe we have passed the point of rational discourse. We didn't come here to talk. Yeah, take it down. Your persistence is admirable, but tired. It is time to accept the path laid out before you, Commander. Return to us. You were once our greatest asset against this world. It can be so once again. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir den hier irgendwie eingefroren bekommen, damit er nicht abhauen kann. Sehr gut, und da haben wir ja auch gleich gebladestormt. Stehen jetzt scheinbar im Offenen. Ich denke, das ist ein Anzeigefehler, oder? Hoffe ich. Sieht so aus, ein bisschen Rapid Fire hier. Ja, damit kriegen wir ihn leider nicht tot. Vielleicht müssen wir, können wir den vorher nochmal shreddern irgendwie. Wir sehen den zumindest von hier drüben aus. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, Fafnir schießt ein bisschen besser sogar noch. Begebe mich zum Ziel. Das wäre ganz lieb von dir, Fafnir. 58% nur. Scheiße, Luna. Ist leider ganz da drüben. Das kann ich machen. Ich muss den einmal markieren, einfach nur. 74%. Die trifft besser als Fafnir.
Okay. Schon beeindruckt? So geht. Ja, so geht's natürlich auch. Definitiv. So geil. Dann kann ich mich jetzt direkt hier um diese hässlichen Typen kümmern. Daneben. Konzentriere dich. Fafnir, so geht das nicht. Was ist da drüben? So, Gecko setzt sich hier direkt neben Fafnir. Da hat er nämlich auch einen wunderbaren Schuss. So, er brennt erstmal. So, und dann gucken wir mal. Mein Plan war ja eigentlich, dass Johnson hier einen... reicht noch nicht ganz. Sein Untouchable ausgelöst bekommt. Genug erwartet. So, Frank kann auf jeden Fall nochmal drauf schießen auf das Vieh. 100%. Na super. Ah, jetzt hat er ihn getötet. So war es natürlich nicht ganz geplant. Geht in Ordnung. Na gut, können wir nichts machen. Dann müssen wir... Was mache ich denn mit Johnson? Ich könnte auf den schießen. Er wird ihn allerdings nicht tot bekommen. Wir haben auch noch einen Mind Control, ne? Da müssen wir mal dran denken bei Gelegenheit. Bestätigt. Überwachung läuft. Jin geht in Overwatch, ja, und du feuer dann halt einfach. Ah, ein Crit für 15 Punkte. Damit hätte ich den anderen auch tot bekommen. So, ein extra Move, damit können wir nichts anfangen. Naja, doch, ich könnte sie so ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, komme ich hier zu Jin. Ich weiß ja nicht, was noch auftaucht irgendwie. Zweiter Avatar, ne? Drei müssen wir töten. Einen haben wir schon erledigt. Du bist kein Avatar. Ach, es werden so viele Gegner, ne? Also wirklich mega schnell die Avatare erledigen am besten. Na, ja, fünf nur. Das der Kommando auch nochmal. Ah, Panik. Cool. Aber den haben wir gleich genagelt. Schlangen. Uff. So, noch kein zweiter Avatar zu sehen hier leider. Das heißt, wir bleiben hier am besten auf der linken Seite so ein bisschen. Oder bewegen uns nicht. Wie mache ich das denn am schlausten? Will ich mich weiter vorbewegen? Ich will ein bisschen von den Sektoiden weg, glaube ich, ne? Ja, wir rücken einfach mal hierhin vor. Schon unterwegs. Rücke zur Zielposition. So, Fafnir, erzähl mir mal, wen triffst du denn am schlechtesten hier? Den da hinten tatsächlich. Oh, ja gut, ich meine, Luna schaltet den aus, wenn sie ihn trifft. Da haben wir den auch nicht markiert. Außer er duckt sich natürlich. Das wird nicht reichen. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn es sein muss. So, da haben wir Jin hier schon mal in einer halbwegs guten Position, würde ich vermuten. Okay, bin unterwegs. So, kriegst du den Tod weg, oh? Vielleicht. Sehr schön. Okay, einen habe ich erwischt. So, Fafnir kriegt dann hoffentlich... Hat denn niemand einen guten Schuss auf den? Na, Jin schon, aber der kriegt den halt nicht tot, ne? Ja, feuer mal auf den hier drüben, Jin, mit deiner komischen kleinen Pistole. Genau
Ja, ganz genau so wahrscheinlich. So, hier drüben irgendwo sind die Sektoiden. Ich weiß nicht, ob die Sicht auf uns bekommen in der nächsten Runde. So, Fafnir, erledige ihn. Abschuss. Vorbildlich. So, dann kann der. Ich weiß leider nicht, wo die Sektoiden stehen, sonst würde ich da auch so einen Wirbel des Grauens hin machen. Ja, wir haben immer noch Free Reloads. Außer Scheiß. So, Johnson steht hier eigentlich noch ganz gut dahinter. Ich überlege mir, den hier so ein bisschen nach vorne zu setzen. Da kann er von da drüben aus nicht angegriffen werden. Aber falls hier halt noch was spawnt, kann er das gleich erledigen. Aber sag nicht, der Avatar spawnt ganz da hinten. Doch, genau das tut er. Na, scheiße. Okay, da müssen wir uns jetzt irgendwie hinkämpfen. Oder wir schummeln einfach. Der hockt da am ganz hintersten Ding an der vorderen Säule. Die Beschreibung war sehr gut. Ja, sieht so aus. Noch mehr Sektoiden. Ach, meine Blasterbombe habe ich gar nicht mehr. Na gut, also wir müssten jetzt hier irgendwie in die Mitte vorrücken, am besten, um an den hässlichen Avatar ranzukommen. Oder? Da stehst du ja ganz alleine, ne? Ist ja irgendwie Unterstützung rangezaubert dann? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt uns irgendwie in die Mitte vorkämpfen und zwar mittendurch auch noch. So, Run and Gun haben wir noch auf Cooldown. Das konnte ich halt vorher nicht runterticken lassen, leider. So, eigentlich braucht nur einer von uns eine Sichtlinie zum Avatar. So weit weg. Okay, bin unterwegs. So, wir haben jetzt 6 Sektoiden auf dem Spielfeld, glaube ich, ne? Und der steht immer noch da, angeblich. Ja, 6 Sektoiden Und haben wir ab auf dem geht's. Spielfeld, vier Roboter oder sowas. Kann es sein? Oder waren da Kodexe dabei bei der letzten Spawnwelle? Bin schon dabei. Auf jeden Fall haben wir viel zu viele Gegner, um zu stehen. Oh, der Commander kommt leider auch nirgendwo hin. Jedenfalls an keinen sinnvollen Art. Naja, der kann Luna halt hier so ein bisschen unterstützen. Aber mehr passiert da halt leider auch nicht. Und los geht's! Ganz genau, los geht's. Feuerschutz! Scanning! Scanne Gebiet! Gehen wir Feuerschutz!
Oh, von da hinten kommen welche. Priester? Oh nee. Ah. Fürchte, der lebt noch. Ah ne, er geht schon in Stase. Executed, sehr gut. Da hilft Stase dann auch nichts, denke ich. Der brennt immerhin. So, dann kommen hier von vorne noch die hässlichen angerannt. Alter, da hat Gecko sich extra lange Zeit gelassen, um den noch richtig dicht rankommen zu lassen, ne? Was gibt's jetzt? Lässt sich jemand wieder auferstehen? Nee. Mind Control natürlich. Sie flankieren mich! Sie flankieren meine Position! Au! Das tat ein bisschen weh, glaube ich. Oh, da ist der Avatar. Das ist natürlich ein Fehler von ihm, hier nach vorne zu kommen. Und sich vom Fafnir dann auch noch anschießen zu lassen, so schön. Und Guardian. Ach, ich liebe Guardian. Okay, da hat er sich geduckt, aber hat jetzt keine Rüstung mehr. Was schießt denn der Commander hin? Irgendjemand hat gecrittet und jemand anders hat daneben geschossen. Fafnir darf nochmal Guardian spielen. Hey, wieso ist denn er jetzt wieder voll aufgeladen? Moment mal. Ah, au, au, au. Auf die Pflanzen achten, sie bewegen sich! Ja, echt? Erzähl mir mehr davon. Ich bin schon angesenkt! Ja, oh, das wird ein bisschen Zeit für einen kleinen taktischen Rückzug. Ah, okay, der ist gar nicht wieder regeneriert. Zum Glück. So, Luna steht da vorne eigentlich ganz gut für. Wir sehen nicht genug Gegner, als dass der Commander hier effektiv wäre. Wie viel Schaden macht denn der Commander? Vielleicht nicht genug. Wir brauchen irgendjemanden, der richtig viel Schaden jetzt austeilen kann. Luna macht auch nur 9 bis 11. Ansonsten friere ich den halt wirklich noch einmal ein. Und da muss ich halt zwei Leute opfern. Weil da hinten sitzt er eigentlich gut, ne? Und ich will nicht, dass er von da wegrennt. So einfach ist es. So, wir könnten ihn Rage striken. Ne, wir kommen auch nicht da richtig hoch irgendwie. So, hier hinten ist auch noch ein Priester. Schön. Oh, oh, oh. Steige auf! Ja, mach mal. Ist der immer noch in Stase da unten, der Typ? Das ist ja mal besonders hässlich. Von hier aus sehe ich 4, bin aber auch von da drüben aus empfindlich. Wird schon nichts passieren. So, dann. Ja, jetzt sehe ich angeblich noch 2, ne? Gerade hat er noch gesagt, ich würde 3 sehen. Achso, auf den kann ich nicht schießen. Das war der Anzeigefehler. Okay, nice. So, okay, wir brennen zumindest nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. So, Commander.
Komm mal hier drüben so ein bisschen hin. Damage hat nicht gereicht, ne? Der lebt noch. Jo, lebt noch. So, Jin sieht den leider auch gar nicht. Da kommen wir hier rüber, einmal mit der Pistole. Fällt gerade auf. Habe ich hier nicht noch irgendjemand Mind Controlled? Sag mal. Ne, der Mind. Hatte er nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie der sich gelöst hat, der Mind Control. Keine Ahnung. Ich glaube, zumindest einer von den beiden müsste sich mal heilen. Oh Mann, wenn ich hier irgendwie in Deckung kommen könnte. Das ist gerade echt ein bisschen schwierig. Critical Damage, ja, wir machen das einfach mal. Das ist ein bisschen Verschwendung hier leider. Streufeuer. Aber ich hoffe, der stirbt dadurch. Das war echt gut. Ganz genau. So, und dann kann Luna sich nämlich immer noch so ein bisschen zurückziehen hier. Wohin? Hier hin. Da sieht sie drei Gegner. Achso, den Avatar natürlich auch noch. Klingt machbar. Klarer Fall. So 5 bis 8, das heißt, der stirbt nicht mal unbedingt. Ah, wie hässlich. Okay, das ist vernünftig. So, und dann müssen wir mal gucken, wo gleich der dritte Avatar rumkommt. Hoffentlich lohnt sich das. Ja, ich denke schon. So, es brennt, glaube ich, keiner von uns. Das heißt, ein einfacher Heal reicht uns wahrscheinlich für den Moment. Da sieht uns noch das hässliche Alien da hinten. Das sollte natürlich nicht passieren nach Möglichkeit. Ins Offene will ich mich aber auch nicht stellen. Na, schwierig. Warum hat er eigentlich keine Munition? Als wenn er in irgendeinen Wirbel reingeraten wäre. So, fahr mal deine Pistole hier gerade. Na klar. Uff.
Ich muss eigentlich nachladen, ne? Oder ich in Overwatch gehen oder irgendwas. Ich komme halt nirgendwo hin. Ach, es ist hässlich. Ich könnte versuchen, mich hier vorne zu verstecken. In der Hoffnung, dass das Alien mich da nicht findet, weil es dumm ist oder so. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Begebe mich zu dieser Position. So, und dann machen wir hier einen Gremlin hier klar. Ah ne, machen wir eine Restoration klar. Das sind jetzt doch so einige, die was abbekommen haben. Sechs Punkte nur. Ah, ich dachte, es würde 8 Punkte heilen. So, und dann kann Gecko hier einmal in Overwatch noch mitgehen. Und dann kriegen wir hoffentlich die Priester. Priester bewegen sich zu spät. Oh, da ist der vierte Avatar. Perfekt. Das heißt, wir können die Priester vielleicht sogar ignorieren. Mal sehen, wo der sich hinbegibt. Das war scheiße. Na, warum schießen jetzt alle auf den Avatar? Das war gar nicht so der Plan. Besonders weil die Priester sich jetzt wahrscheinlich frei bewegen können dadurch. Mal sehen, ob Luna irgendwie eine Sichtlinie auf den Avatar bekommt. Wo ist denn der hin? Ach, da hinten. Ah, er hat ihn doch gesehen. Ungünstig, da ist noch so ein hässlicher Roboter. Ja, er schießt seine Raketen. Lustig. Ah, da habe ich geheilt. Deckt meine Flanke! Da ist keine Flanke. Mich hat's übel erwischt! Puh! Jin, Alter, sei vorsichtig. Ach, zum Glück hat er nicht auf Jin geschossen. Ja, bleib ruhig im Offenen stehen, ist kein Thema. So, okay, einen haben wir wenigstens erwischt damit. Das ist schon mal gut. Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! So, dann müssen wir mal gucken, ob sich der Avatar wirklich nach da drüben gebeamt hat. Das stimmt. Wie finde ich das am besten raus? Am besten mit einer freien Bewegung. Ist nicht hier. Ja geil, der hat sich nach irgendwo weggebeamt und ich habe keine Ahnung wohin oder was. Vielleicht ist der hier direkt unter mir, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. So, wir haben immer noch Free Reloads angeblich. Ich hab den Lauf. Und wir haben ein wunderschönes Sichtfeld.
Also, ich würde sagen, wir fangen da drüben mit dem an. Wie viele waren das jetzt? Na, zumindest mal einer. Da zieht auch direkt der Hair-Trigger. So, da müsste die Schlange direkt neben dir am besten mal dran glauben. Du warst kein Gegner für mich. Macht jemand Striche? Kann er gar nicht critten eigentlich mit seinem Serial, frage ich mich gerade. Wir scheinen wirklich unendlich freie Reloads zu haben. Habt ihr das gesehen? Alles im grünen Bereich. Nach oben ist der Avatar. Oh, wie habe ich den denn nicht gesehen? Wo ist denn das? Kurz orientieren. Hier! Ja, das ist doch voll dicht an Luna dran. Werfe Granate! Wie habe ich den denn da übersehen? Das ist doch die perfekte Position, um dass er da rumguckt. Wie sieht es mit Jin aus? Hat er eine Schusslinie auf den? Allerdings. Oh nein, Luna muss nachladen, echt. Die brauchen wir jetzt aber. Die brauchen wir. So, das schränkt mich jetzt so ein ganz kleines bisschen in meinen Optionen ein, aber ich denke nicht so doll, dass ich hier tatsächlich... Kein Rückzug! Den jetzt nicht töten könnte, diese Runde. Hoffentlich. Ah, da bin ich blind. Ich hätte mich so geärgert, wenn ich diesen Avatar jetzt einfach übersehen hätte, ne? So, einmal Dual Strike hier. Den hätte ich vorhin auch einfach schon mal benutzen sollen, irgendwann, ne? Den Dual Strike wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Abgeprallt! So, Gecko, hast du einen Run-and-Gun zur Verfügung? Hat er. Stürmen und schießen. Perfekt. Ja, stürmen und schießen. Bestätigt. Wenn du Run-and-Gun nicht magst, sondern ein bisschen länger sprichst, gerne. Dann ins Head stürmen und schießen. So, wie sieht's schon aus? Hier, Deadeye auf den Avatar, 100%. Läuft. Das war ein geiler Treffer. So, und dann hat, glaube ich, Frank die Ehre... Oder lassen wir es den Commander machen. Wo ist denn mein Commander? Da ist mein Commander. Commander. Ja, ich denke, der Commander hat die Ehre. Aber ich meine, Frank hätte es sich auch verdient, aber... Lass uns den Commander machen. Without the Elder stabilizing the psionic network, everything's going haywire. That gate's not gonna hold much longer. You heard her! Oh. Shen, tell me you've got a plan B here. Ja, das war Plan B. Was it anything on my end? This shouldn't even be possible. Unless... Commander, whatever it is you're doing, it's working. Just make sure you save enough juice for your own trip home. Commander, you okay? We just lost contact. Doctor, it's the elders. They're overwhelming our link, enveloping the commander's consciousness. Then sever the connection. We do that, we risk a complete overload. We will reclaim what was given. We will be whole once more. Ah, Nixis. Fire.
Reden die von ihrer Krankheit? Oder von einem Gegner? And one transdimensional psionic network down for the count. Mission accomplished, Commander. Super Arbeit, Jungs und Mädels. This is the Liberation Network broadcasting on all frequencies. Advent is in full retreat across all areas. Heavy fighting continues in the city's centers as Advent forces attempt to regroup. We're barely keeping up with the flood of refugees here as people continue to desert the Advent-controlled city centers. Full curfew remains in effect as the administration deals with the ongoing crisis. To all of you in the occupied zones, hold your ground. Continue the fight. We promise you, help is on the way. Jetzt hau doch einfach zu, Junge. Nicht, dass sie deine Freunde da abknallen. Ja, auf jeden Fall ganz dickes Dankeschön an alle, die bis zum Ende zugeschaut haben, kommentiert haben, geliked haben, mitgespielt haben, hier sich an die vorderste Frontlinie geworfen haben. Vielleicht sehen wir uns dann wieder in XCOM Terror from the Deep. Wer weiß, keine Ahnung. Ich mag diese Sequenz, diesen Hint, dass unter Wasser vielleicht noch was übrig geblieben ist. Ist halt wirklich so eine Anknüpfung an Terror from the Deep. Ja, ganz dickes Dankeschön an euch. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit euch. Vor allen Dingen mit euch. Jetzt dadurch, weil es das dritte Mal durch, bin auch nicht so irgendwie langweilig, kannte man schon oder so, ne? Sondern war richtig, richtig spaßig, fand ich. Mir hat es ganz doll viel Spaß gemacht. Neue Sequenzen hier, oder eine zumindest. We finally come in from the cold. Tja, ganz wärmende Feuer. Noch eine Sequenz, aha. Ach, jetzt kriegt jede Fraktion ihre eigene Sequenz. Na super, okay. Brothers and sisters, welcome home. Ach, die werden jetzt nicht mehr durchs Netzwerk gesteuert, ne? Sondern haben jetzt scheinbar einen eigenen Willen, tatsächlich. Nice. With the psionic network down, the core is even stronger. Gather everyone. Our time is short. We won but a battle. Now the real war begins. Ja, das war's also tatsächlich mit XCOM 2 War of the Chosen. Ja, wie gesagt, mir hat super viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, wir können sowas nochmal machen. Ende des Jahres, wenn es gut wird, spiele ich das auf jeden Fall. Gerne auch wieder mit euch. Kommt Phoenix Point raus. Werde ich dann hier spielen. Wie gesagt, wenn es gut ist, bis jetzt sieht es ganz vielversprechend aus. Bin schon ganz aufgeregt wegen des Spiels. Okay, und weil ich das hier gerade geschafft habe. Und vorher kommt noch für alle Strategie- und Taktikfreunde unter euch Battletech raus. Mitte des Jahres ungefähr, würde ich schätzen. Ich hoffe nicht viel später. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und wir machen hier als nächstes im Kanal so ein bisschen Hitman auf jeden Fall, ne? Dass wir das mal auch fertig bekommen. Und außerdem gibt es dann ab dem 13. Februar, schreibt es euch schon mal in den Kalender, Kingdom Come Deliverance. Das sind jetzt noch so ungefähr 3 Wochen. Und oder 2,5. Ja. Das kommt dann und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Ich hoffe, wir können auch wieder ganz viel Spaß haben. Ich habe rausgefunden, bei Battletech kann man nämlich auch die Piloten dann tatsächlich wieder umbenennen. Da freue ich mich schon drauf. Aber vorher, wie gesagt, erstmal Hitman und Kingdom Come Deliverance hier. Und wenn ich Zeit finde, würde ich super gerne machen. Spielen wir auch noch eine Runde
Assassin's Creed Origins. Da könnte man auch mal schreiben, entweder hier unter das Video irgendwo im Kommentar oder direkt im Discord-Channel, ob ihr da Bock drauf habt. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe da nämlich richtig Bock drauf. So, was haben wir denn hier? 88% der Schüsse haben getroffen. Ja, ich weiß nicht, ob das hier bei der Welt alles auf dem Schwierigkeitsgrad, also nur auf Legende, den Schwierigkeitsgrad abgreift oder ob das über alle Schwierigkeitsgrade ist. Wenn natürlich irgendjemand auf Legende tatsächlich in 56 Missionen das geschafft hätte, käme ich mir schon ein bisschen schlecht vor, aber wäre in Ordnung. Ich weiß, ich bin nicht der allerbeste XCOM 2 Spieler, aber ich bin auch nicht der schlechteste, denke ich. Na, Flawless Missions 30. Von 72, das ist fast die Hälfte, wow. Das ist viel zu viel. So viel hatte ich jetzt gar nicht in Erinnerung. 4 Soldaten haben wir verloren. 10 da auch Gefangene mit dazu. Haben wir wirklich 4 Soldaten verloren über die Kampagne? Krass. 3 Chosen gekillt. Genau wie der Rest der Welt. Muss ich mir gar nicht so schlecht vorkommen. Minus 2000. Ja, okay. Also die Statistiken sind vielleicht nicht so aussagekräftig. Ich weiß, ich spiele immer ein bisschen langsam. Ne? Hier Tage bis zu Beam Weapons und bis zum First Corner und sowas. Da bin ich immer ganz weit hinter dem Weltdurchschnitt. War ich bis jetzt in allen dreimal durchspielen. Ja, wie gesagt, Jungs und Mädels, ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao.